Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite. Die starke linke Seite. Da ist jetzt Schalthauer da. Schalthauer ist schon am 16er. Schalthauer spielt. Da steht Kruse. Geißler. Tor! Gut, ja, dann herzlich willkommen zum 5. mittlerweile Energie-FM-Podcast. Normalerweise würde ich jetzt den Frank begrüßen, der ist halt nicht neben mir. Stattdessen, ja, eine der Aufstiegshelden aus der letzten Regionalligasaison. Maxi Zimmer, grüß dich. Schönen guten Tag, hallo, freue mich. Ich freue mich auch, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Generell Aufstiegsheld, würdest du unterschreiben? Kann man dich so, ja, nennen? Ja, ich tue mich ja immer mit sowas schwer, weil ich immer ein bisschen mich im Rückhalt bewege, von daher, Aufstiegsheld will ich mir jetzt nicht sagen. Ich habe immer ja gesagt, ich war einfach ein Teil von dem Ganzen, ich war ein Teil von der Mannschaft und ich denke, wenn, dann kann man sagen, dass die ganze Mannschaft Aufstiegsheld war, oder muss man jetzt nicht einen Einzelnen raussuchen. Du bist viel in Berlin jetzt, da wird man wahrscheinlich auch nicht mehr so oft auf die Aufstiegssaison von Energie angesprochen, oder? Nee, das hält sich im Rahmen natürlich in Berlin, da gibt es ganz andere Sachen, die hier interessant sind, aber wie gesagt, ich bin da total entspannt. Ich freue mich immer, wenn ich mal wieder mit welchen von Energie quatsche und freue mich immer, dass die damals Spaß hatten bei der Aufstiegsfeier und in der ganzen Saison. Von daher ist alles in Ordnung. Gut, dass du es sagst. Da fallen mir auch noch 2, 3 Fragen ein zur Aufstiegsfeier beziehungsweise zu dem, was nach dem Spiel passiert ist. Kommt noch auf meinen Zettel zu Themen, die ich heute besprechen möchte mit dir. Aber bevor wir über die Energiezeit reden und um das, was vielleicht noch kommt bei dir, natürlich generell wollen wir dich erstmal vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast ja deine Karriere hier in Berlin begonnen und ja, für dich fing es ja eigentlich so an wie bei jedem Hobbykicker von uns, nämlich im Verein um die Ecke, sage ich jetzt mal, oder? Ja, genau. Ich habe bei Berolina Stralo angefangen. Das ist quasi ja ganz normal der Verein, der am nächsten von mir war, wo auch alle meine Freunde gespielt haben. Und von daher, ohne sich da was dabei zu denken, wie jeder andere auch von uns, bin ich einfach da zum Kicken hingegangen, um Spaß zu haben. Okay, und du bist früher oder später, das wollen wir jetzt herausfinden, zu Hertha gekommen, weil auf transfermarkt.de, das ist ja so die Quelle schlechthin für Fußballprofis, bist du ab der B-Jugend gelistet? War es schon früher oder bist du so lange? Ja, schon viel früher. Ich war in der U14, bin ich gewechselt. Also noch Kleinfeld auf jeden Fall? Ja, genau, Kleinfeld. Mhm. Es war damals eigentlich auch ein Zufall, weil wir hatten ein Testspiel mal gegen Hertha oder so ein Freundschaftsspiel. Und da habe ich halt, glaube ich, 5 Tore gemacht oder 6 Tore. Und dann kam halt gleich die Anfrage und dann hatte ich damals noch, die Verantwortlichen von Hertha damals bei mir zu Hause. Dann kam danach noch die Verantwortlichen von Union und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Ich wollte eigentlich gar nicht irgendwo anders hin, weil ich mich eigentlich bei meinem Kumpel so wohl gefühlt habe. Aber klar, dann merkt man schon, dass man vielleicht so eine Erfahrung da mitnehmen kann oder sollte. Also haben quasi die 2 großen Vereine bei dir in Berlin angefragt, Union und Hertha, kann man genau das so sagen? Ja, also damals muss man halt so ehrlich sagen, war Union, das war ja, wenn man jetzt denkt, ist ja schon eine Ewigkeit her, war Union schon gegen Hertha immer noch klein, aber für Berlin, gerade weil ich ja auch Ostberliner bin, hier im Osten war dann Union eigentlich schon so der Verein. Warst du denn auch denn der Verein deiner Kindheit, für den du gefiebert hast, oder war es trotzdem Hertha? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade als junger Mensch hast du vielleicht dann danach entschieden, welcher Verein mehr Sympathien bei dir hat, dann würde ja Hertha nämlich eigentlich nicht passen. Nee, eigentlich war ich immer Unioner, war auch Union-Fan damals, mein Vater war auch mit den ganzen Kumpels, waren immer bei Union, es waren alles Unioner, aber wie gesagt, was du sagst, eigentlich entscheidet man sich dann für den Sympathieverein, aber ich habe mich dann halt irgendwie für den Verein entschieden, so der sich mehr um mich bemüht hat, die halt einfach, Hertha hatte damals riesen Highlights, wo ich als junger Mensch halt das irgendwie miterleben wollte. Wir hatten ja damals in jungen Jahren schon, weiß ich nicht, Turniere in England, Kuala Lumpur und sowas alles. Und deswegen wollte ich einfach die Erfahrung mitmachen. Das hat mich dann damals überzeugt. Also hat letzte Woche auch bei dir, war bei dir eher ein Grinsen im Gesicht, als Union gewonnen hat, als dass du enttäuscht warst. Oder willst du dich dazu äußern? Nein, ich kann mich dazu schon äußern. Das ist eigentlich egal. Für mich war es, ich drücke immer Union die Daumen. Ich habe, wie gesagt, finde den Verein immer noch geil, für die Sachen, für die sie stehen. Klar, mit der Bundesliga hat sich das alles auch ein bisschen geändert, ne? Da sind dann auch mehr Sponsoren, aber ich fand es immer cool, wie die den Weg gegangen sind. Aber wie gesagt, ich habe 12 Jahre bei Hertha gespielt und natürlich drückt man dem Verein dann auch die Daumen. Von daher, ich wollte eigentlich ein gutes Spiel sehen, das war es ja dann nicht. Gerade mit den Rahmenbedingungen, was danach noch passiert ist, hätte ich mir schon ein anderes Derby gewünscht.
Ja, gut, da hast du ja bei Cottbus, glaube ich, auch das eine oder andere miterlebt. Obwohl, glaube ich, im großen Skandalspiel damals gegen Babelsberg warst du noch gar nicht bei Cottbus, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast damals aber das Landespokalfinale mitbekommen, aber auf der Tribüne, so wie ich mich erinnere. Aber da können wir später noch dazu kommen. Dennoch wollte ich jetzt einfach mal wissen, für welchen Verein, natürlich neben Energie, ne, deine Sympathien sind. Und du hattest auch, ich glaube, es war im AOK-Interview-Podcast, du hattest da ja auch so ein kleines Gespräch noch ganz, ganz früher damals gehabt mit den Jungs von der AOK, gesagt, dass es auch schon damals so war, dass du ja mit dem Ball gut umgehen konntest. Wann hat sich das so richtig bemerkbar gemacht? Hast du sofort Mittelfeld gespielt? Das ist ja die Position für, ich sag mal so, ballverliebte Spieler wie dich, die im zentralen Mittelfeld verteilen. Also wie gesagt, am Anfang als Kind, also wurde man ja nicht so damit konfrontiert, ne? Da talkst du einfach mit deinen Jungs und klar merkst du dann ja, irgendwie ist es dann doch leichter als für die anderen, ne? Oder wenn man halt neue Sachen so beigebracht oder gesehen hat, so, dann konnte ich die halt relativ schnell, so konnte dann in jungen Jahren auf einmal schon jonglieren und irgendwelche Tricks, so, wo dann die anderen schon gesagt haben, ey, wie machst du das und so, aber da denkt man sich ja immer noch nichts bei. Und dann weiß ich nicht, wo es dann sich langsam rauskristallisiert hat. Ich hab so ein paar Saisons gehabt, wo ich schon über 200 Tore gemacht habe bei Berolina in der Jugend und da haben die dann immer schon gesagt, ja, das ist ein bisschen komisch so. Und dann, ja, wie gesagt, also wo ich dann zu Hertha gekommen bin, habe ich aber auch schon gesehen, ne, dass auch noch ein paar andere Jungs ganz gut mit dem Ball umgehen können. Da musste ich zwar halt für mich dann auch nochmal einen Riesenschritt, weil da wurde ja ganz anders trainiert, alles ganz anders gemacht. Ich glaube, dass ich schon ein bisschen kicken konnte. Gab es damals auch schon diesen DFB-Stützpunkt? Das gibt es ja jetzt. So war es zumindest bei mir. Ne? Ich durfte damals auch für die Spreewald-Auswahl gegen die ganzen anderen Brandenburger Teams spielen. Wurdest du ja, da genau. auch schon gescoutet? Ja, ich war in der Berlin-Auswahl auch immer drin, ja. Okay, und gab es da auch Spieler, die, ich meine, du hast, da können wir ja nachher noch drüber reden, du hast auch U-Nationalelf gespielt. Gab es da auch schon Spieler, die heute was geworden sind? Weil ich habe zum Beispiel mit Erich Jeschke gespielt zusammen, weiß nicht, ob du den noch ja, kennst. So vom Hören her, und ich habe den noch nie so richtig spielen sehen, muss ich ehrlich sagen, aber vom Hören her sagt der Name mir was. Müsste, glaube ich, immer noch in der Regionalliga spielen, hat doch damals für Cottbus Startelf in der Regionalliga gespielt. Gab es da auch schon jemanden, an den du dich erinnerst? Ich muss sagen, das ist jetzt auch so lange her und ich habe jetzt so viele Fußballer in meinem Leben schon an mir vorbeirauschen sehen und immer mal wieder, also was Berlin, da waren schon ein paar Jungs, aber wer genau ist da was geworden ist, weiß nicht, also zum Beispiel mit den Breitkreuzbrüdern habe ich ja mal zusammengespielt, mit dem, was dann bei Hertha zum Beispiel oder auch in der Berliner Auswahl dann. Der eine spielt das in Aue, der andere in Würzburg. Also da gab es dann schon viele, ne, die jetzt irgendwo mal gelandet sind. Gerade in Berlin gibt es ja immer wieder viele Talente und immer wieder richtig gute Fußballer. Da sind schon ein paar geschafft. Die Namen, die ja da immer genannt werden, gerade als du dann in die U-Mannschaften ja, nominiert wurdest quasi, sind ja Götze, Ter Stegen, Mustafi. Da gibt es ja dieses eine Bild, wo du da mit denen in der Startelf stehst. Du hast da auch Auswärtsspiele gemacht in der U-Mannschaft. Was war das so für ein Gefühl? So, weil ich kann es mir schwer vorstellen, dann als, wenn es die U17 ist oder sonst was, halt das schon das Nationaltrikot zu tragen. Ja, also das Witzige, ich habe jetzt gerade bei euch gelesen, dass Tobias Eisenhut nach Irland eingeladen wurde. Genau, ja. Und genau quasi an der gleichen Stelle war ich ja auch. Ich war genau bei dem gleichen Vier-Nationen-Turnier in Irland, also ich weiß jetzt, was auf Tobias... Das ist dasselbe Turnier tatsächlich? Ja, genau. Ach so, ich bin, okay. Also weiß ich, was auf Tobias drauf zukommt. Natürlich, bei mir waren die Zeichen natürlich noch ein bisschen anders, ne, weil ich bei Hertha, ich war beim Riesenverein, Bundesliga, und ich weiß, dass es bei Tobi jetzt natürlich was ganz Besonderes ist und dass der ganze Verein sich freut. Bei uns war es damals, ja, wie, es hört sich das ein bisschen blöd an, aber normal, bei uns waren vier Leute dabei, aus der U17, glaube ich, damals war das, oder U19. Aber natürlich war es immer ein geiles Gefühl. Ich habe ja so viele Leute da kennengelernt, so viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich hatte so viele Auswärtsspiele auch, wo wir Italien, Spanien, wo wir überall waren. Das war eine richtig geile Zeit. Und ja, natürlich träumt man dann da schon, mal Bundesliga zu spielen. Dazu ist es ja zumindest im Profitum dann leider nicht gekommen. Du hattest schon gesagt, so dass mit diesem Ballverliebten kann man nicht wirklich üben. Entweder man hat es halt in den frühen jungen Jahren oder meistens nicht. Pele Wollitz, vielleicht ist dir das Zitat auch im Kopf, schwärmt gerade so ein bisschen oder hat auf den Pressekonferenzen vom Bergkantat so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ne, geschwärmt, von wegen, dass es noch ein richtiger Straßenfußballer ist. Würdest du sagen, das hat auch auf dich damals zugetroffen oder wie würdest du den Begriff interpretieren, sage ich mal? Ja, also ich glaube schon, dass ich halt auch deswegen halt vielleicht ein
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Berkan ist, da bin ich jetzt nicht so nah mehr dran, aber ich glaube, dass ich auch deshalb vielleicht ein ganz enges Verhältnis zu Pele hatte, weil er sich so ein bisschen, Pele war ja selber, ich weiß nicht, ob du es weißt, so ein Straßenfußballer, also das weiß ich auf jeden Fall von Erzählungen, das ist auch ein war ich noch geiler, zu jung für. Ja, genau, ich auch, aber ich weiß aus Erzählungen, dass er halt auch ein Fußballer war, ein Zocker, ein sogenannter Straßenfußballer, vielleicht sieht er sich auch gerade in diesen Jungs, ich sage jetzt mal Berkan oder vielleicht auch, wo ich da war, in mich so ein bisschen selber wieder, weil er weiß, wie wir ticken, was wir brauchen, um wirklich Top-Leistung zu bringen. Vielleicht gerade deswegen kann er mit so Jungs auch gut umgehen. Den Begriff Straßenfußballer, ja, also da stirbt er, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen aus, ne, weil jetzt immer mehr auf Athletik gesetzt wird, auf Schnelligkeit, auf Physis, auf gerade in Deutschland, woanders ist es ja anders. Aber die Straßenfußballer, glaube ich, sind die Leute, wo man dann, ja, für die dann die Zuschauer auch ins Stadion gehen und die halt immer wieder auch Aktionen haben, wo als Zuschauer man sagt, ey, geil. Ich weiß auf jeden Fall, dass Pele Wolitz ein Linksfuß war und der, ich sag jetzt mal, ähnlich gefährliche Freistöße wie du geschossen hast. Zu den Freistößen, da gibt es ja so den einen oder anderen, den du für Cottbus dann doch mal in den Winkel gesetzt hast. Kommen wir aber gleich, du hast gesagt 2010, wenn ich das richtig recherchiert habe, hattest du dann schon deine erste große Verletzung, sag ich mal. Das müsste auch noch in der A-Jugend gewesen sein? Oder ja, in der genau, es war quasi, ich war, bin gerade aus der U17 raus, habe quasi das erste A-Jugendjahr gespielt und ja, war eigentlich quasi, ich war jetzt schon, war quasi auf dem Weg, dann sollte eigentlich nur ein Zwischenstep sein, sollte dann eigentlich gleich nächste Saison dann bei den Profis trainieren und da integriert werden. Und keine Ahnung, im Mai oder im April, Mai, kurz bevor die Saison vorbei war, habe ich mich halt erstmal richtig schwer verletzt. Das war der Kreuzbandriss. Und ja, ja, wie bekannt ist, habe ich mich ja halt davon nie wieder so richtig erholt. Wobei ist es passiert? Weil ich, Energie-FM-Hörer wissen vielleicht, ich erzähle auch gerne über meine Knieverletzungen. Bei mir ist es beim Hallenfußball passiert beim ersten Mal. War es bei dir im Spieltraining? Oder ja, wie? Bei uns war es im Training. Es war ganz normaler Zweikampf. Da kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass keiner mich reingegrätscht oder war. Also, es war einfach ein blöder Schritt irgendwie im Zweikampf. Und ja, dann habe ich schon Knacken gehört und damals wusste ich nicht direkt, was los ist. Beim zweiten Mal oder dritten Mal weiß man dann, okay, was los ist. Aber ja, wie gesagt, es war halt in der Situation, genau in dem, wo sich eigentlich entscheidet, ob du wirklich mal Bundesliga spielst oder nicht, war es natürlich der Zeitpunkt, war natürlich besonders bitter dann. Weil du hast es gesagt, oder wir wissen ja auch mittlerweile, es ist nun dein dritter Kreuzbandriss, der dann ja auch das Karriereende sozusagen, ja, in Stein gemeißelt hat. Wann war denn der zweite? Dazu findest du ziemlich wenig, oder ich habe jetzt nicht herausgefunden, wann dein zweiter war. Ja, also der zweite, den konnte man halt nicht so definieren, das richtige Kreuzbandriss war quasi, war das erste halt nie richtig stabil und nie richtig fest, hatte halt ein Jahr damit immer wieder Probleme und irgendwann haben wir dann beschlossen, dass ich einfach probiere zu trainieren und zu spielen. ja, weil keiner so richtig wusste, was, warum das nicht richtig verheilt oder warum es immer wieder dick wird. Und dann kann ich quasi sagen, glaube ich, beim ersten oder zweiten richtigen Mannschaftstraining dann, wo es dann richtig zur Sache geht, ist mein quasi das unstabile Knie gleich wieder weggeknickt und ja, damit war er eigentlich so, wie gesagt, der zweite Kreuzbandriss, dann ja, hatte ich dann den zweiten Kreuzbandriss und insgesamt war ich ja dann über fast, also insgesamt 2 Jahre mit dem ganzen Drumherum, fast 2,5 Jahre dann raus. Ja, und in so in der Phase kommen so viele junge Spieler nach und das Karussell dreht so schnell, dass es dann ganz, ganz schwer wieder zurückzukommen. Mal eine Nerdfrage an der Stelle, damit werden viele Podcast-Hörer nichts anfangen können. Welche Sehnen wurden bei dir verwendet zu Knieplastik? Ja, da ich ja quasi kaum noch eine Sehne habe, haben sie mir einmal Oberschenkel hinten schon am, ja, also aus links rausgenommen. Also das hatte ich ja, und Oberschenkel richtig, Patellasehne haben sie bei mir nicht genommen. Okay. Also beide, also Oberschenkel. Also ist dein rechtes Knie erstmal? Genau, rechtes Knie ist es. Dann haben sie natürlich beim ersten Mal eine rechte Oberschenkelsehne hinten rausgenommen, sind die Mismose oder wie. Da fällt mir der Name auch nie ein, genau. Hintere Oberschenkel. Genau, hintere, ja. Oberschenkel und dann beim zweiten Mal links hinten rausgenommen, also da habe ich jetzt die Sehne auch schon raus, von daher. Okay, okay. Wie sie es jetzt beim dritten Mal das machen, wie gesagt, weil ich habe mich jetzt am Kreuzband direkt noch nicht operieren lassen. Ich habe jetzt bei der Operation jetzt, die so schwerwiegend war, habe ich mein Bein, mein Knochen musste ein bisschen begradigt werden, damit der Druck vom Knie genommen wird. Zwar ja, quasi haben sie mir mein Bein so indirekt gebrochen, haben es wieder ein bisschen begradigt, weil das durch die Belastung halt schon eine extreme O-Stellung hatte. Und dann haben sie alles sauber gemacht, haben die ganzen Knorpel geglättet, die ganzen Menisken wieder. Und von daher, jetzt habe ich auch noch eine Platte drin, die wird im Januar rausgenommen. Also, und dann habe ich aber immer noch kein Kreuzband drin, das wirst du deswegen, das war mir alles zu langwidrig und zu viele Eingriffe sind hintereinander weg, weil ich ja schon, ich glaube jetzt 5 oder 6 Mal operiert wurde und deswegen habe ich jetzt gesagt, das will ich mir halt nicht mehr antun und auch die ganze Zeit nachher, das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und ein 3. Mal habe ich die Kraft dafür nicht mehr oder auch diesen Spaß und diese ganze Freude am Fußball ist schon durch die ganzen Sachen jetzt so ein bisschen weggegangen,
Von daher habe ich jetzt quasi einen Schlussstriss gezogen. Ich kenne auch keinen aktiven Profi, der 3 Kreuzbandrisse hatte und noch spielt. Ich kenne einen. Nämlich? Jan Kirchhoff. Echt, der spielt jetzt in Uerdingen. Ich glaube, er hatte 3-mal immer verteilt, also nicht hintereinander, so wie es bei mir jetzt war, dass er so eine ganz lange Zeit raus war. Aber wenn ich richtig in Erinnerung habe, hat er 3-mal. Aber sonst fällt mir, wie gesagt, auch keiner ein. Und daran sieht man ja auch schon, wie schwerwiegend dann so eine Geschichte ist. Ich weiß aber, Lothar Matthäus hat zu seinen tatsächlich auch Prime-Zeiten, wenn man das so sagen kann, ohne Kreuzband tatsächlich gespielt. Das geht ja auch, ne? Aber es ist natürlich auf Langzeit das Schlimmste, glaube, was du deinem Gelenk antun kannst. Ich glaube, dass es auf kurze Zeit vielleicht mal geht, oder es kommt ja auch immer auf Typ abhängig drauf an, ne, was du für eine Muskulatur wieder hast, was du, wie dein Körperbau auch ist, wie generell so dein ganzer Körper darauf reagiert. Und ich glaube, so, was ich jetzt mit meinen Kniegeschichten so schon erlebt habe, wie gesagt, wollte ich das jetzt nicht noch überstrapazieren, und wer weiß, was denn noch passiert. Ja. Jetzt, wo wir schon bei den Verletzungen sind, dann würde ich jetzt bei dem Thema gleich bleiben, weil ich kann mich beim dritten Kreuzbandriss bei dir erinnern, dass auf der Pressekonferenz Wollitz noch gesagt hat, dass bei dir jetzt erstmal so eine Blockade im Knie gelöst wurde. Kann natürlich auch sein, dass man da schon wusste, okay, es ist bei dir jetzt der dritte Kreuzbandriss und man das erstmal hinausgezögert hat. Beim Spiel ist es meiner Meinung nach nicht passiert. Ich habe dich nie runterhumpeln sehen, sage ich jetzt mal. Es war in der Vorbereitung, war das ja im Januar. Und es war im Training, auch im Zweikampf. Aber ich hatte halt am Anfang, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass es direkt wieder gerissen ist. Es hat sich eher angefühlt wie eine Blockade. Und es war jetzt eigentlich kein Hinauszögern, weil ich glaube, Pele und ich haben einfach, oder generell der ganze Verein, die ganze Mannschaft wollten einfach so 100% Gewissheit. Deswegen war ich dann erstmal bei den ärztlichen Untersuchungen, und wir wollten es erstmal alles halt dann abklären, dass wir dann auch eine 100%ige Sicherheit haben, weil ich war im Cottbus beim Arzt und beim MRT, und da hat man es halt nicht zu 1000% gesehen, da war es Verdacht. Und dann bin ich halt gleich nächsten Tag nach Berlin gefahren, habe das da abklären lassen, und da kam dann halt die Diagnose. Und weil sich das dann halt doch alles 3-4 Tage hingezogen hat, und weil ich auch nicht gleich mit Pele so im Austausch war, weil ich auch erstmal so ein bisschen mit mir selber so das verarbeiten musste, habe ich dann Pele 2-3 Tage später angerufen, und ich glaube, Pele hat mir vielleicht auch einfach dadurch die Zeit gegeben, da mein Statement so abzugeben. Okay, dritter Kreuzbandriss, du hast dann, wie du gerade sagst, die Diagnose irgendwann bekommen. Es gibt noch Interviews von dir, da wusstest du noch nicht ganz, ob du vielleicht nochmal wiederkommst. Du hast dann aber im Nachhinein, als es dann bekannt geworden ist, gesagt, dass es eigentlich von vornherein feststand, dass du höchstwahrscheinlich nicht wiederkommst. Dennoch, nehmen uns mal mit, wann hast du das genau erfahren, oder was war der erste Anruf? Wendet man sich da an die Familie? Weil als jemand, der den Fußball liebt, und man weiß eigentlich beim dritten Kreuzbandriss, okay, das war es jetzt, wie lief's da ab? Also, weil dein Vertrag wurde ja, glaube ich, auch nicht verlängert, ne? Obwohl es ja so, ich glaube, also das, wie gesagt, das Vertragliche generell, ob es jetzt Energie ist oder irgendwas anderes, spielt eigentlich in so einer Situation für mich gar keine Rolle. Ich musste, wie gesagt, das erstmal verarbeiten. Zum Glück hatte ich halt auch zu dem Zeitpunkt, war meine Frau da mit dabei, sie ist dann mitgekommen zum Arzt, dann hatte ich schon mal jemanden dabei, so, wo man wusste, okay, egal was jetzt für eine Diagnose kommt, man ist nicht alleine. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich wusste schon immer, wenn ich mich nochmal schwer verletze, dass ich dann darüber nachdenken muss, ob es weitergeht. Wo dann die Diagnose kam, Kreuzbandriss, ja klar, da war man erstmal niedergeschmettert, und ich glaube, ich habe mir so eine Hintertür vielleicht offen gelassen, dass man sagt, okay, wenn es jetzt wirklich nur ein Kreuzbandriss ist und ich weiß nicht, und in 2 Monaten sage ich, ey, ich will doch nochmal angreifen, dass ich nicht sofort sage, okay, das war's für mich. Ich habe das auch mit Pele so damals ganz offen kommuniziert. Pele hat zu mir gesagt, sobald ich ihn anrufe und sage, ich würde es auch nochmal probieren, macht er einen Vertrag fertig. Von daher wusste ich schon, konnte ich mir natürlich da ganz in Ruhe einen Kopf machen. Aber wo ist denn die Operation, also wo es dann losging, dass mein Arzt gesagt hat, wir müssen erstmal eine Umstellung machen, also den Knochen begradigen, müssen dann nochmal das Kreuzband machen, du wirst dann nochmal einen Platten drin haben. Und ich wusste, dass es dann sich über 3, vielleicht sogar 4 Operationen hinziehen wird. Da war dann für mich eigentlich klar, dass es das dann war. Das konnte man aber quasi erst im März dann sehen bei der großen Operation, was alles gemacht werden muss, was alles gemacht werden soll. Von daher war das dann im März eigentlich klar. Danach, ja, haben uns einfach vielleicht Pele und ich dann ein bisschen rausgezögert, ein bisschen Zeit gelassen, so, um vielleicht auch nicht jetzt nochmal so ein mitten in der Saison, keine Ahnung, so eine Nachricht rauszuhauen, weil ja Abstiegskampf war, und da haben wir dann ein bisschen so das erstmal ein bisschen Gras rüberwachsen lassen.
Wie geht's deinem Knie jetzt? Weil in der Halbzeitpause in Babelsberg hast du gesagt, da stand ja dein Co-Kommentator in der Halbzeitpause, der hatte ja auch schon Knieprobleme, da habt ihr kurz drüber geredet, da hast du nur den Spruch so gebracht, von wegen, du weißt ja, wie es ist, wenn man morgen aufsteht. Also daraus schließe ich, dass es jetzt bei dir immer noch nicht. Ja, du hast ja gesagt, du brauchst auch noch eine OP, ne? Also genau, jetzt gerade ist kein Kreuzband drin. Genau, gerade ist kein Kreuzband drin, und dadurch, dass ja bei mir eigentlich quasi alles kaputt schon war, was so kaputt sein kann, Knorpel, Menisken etc. Ja, natürlich, man merkt es immer mal wieder. Ich bin ja auch in der Reha, und wenn ich da mal 3-4 Mal richtig ordentlich trainiere, so, dann habe ich auch immer wieder Probleme. Von daher war es jetzt eigentlich, muss man so das Resümee ziehen und sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Ist ja auch das Fazit, was mir aufgefallen ist, ne? Desto mehr Knie-OPs du hattest, desto länger dauert es auch irgendwann, bis du wieder, sei es joggen. Ne? Ich hatte jetzt auch meine 4. Knie-OP. OP-Joggen ist immer noch so ein bisschen tricky, ne? Gerade wenn man nicht Vollberuf Sportler ist. Aber ja, also dich erwartet auf jeden Fall noch eine OP, aber die kann langfristig jetzt erstmal geplant werden. Ja, genau, weil ich wollte jetzt erstmal, ich habe mit meinem Professor so besprochen, weil er sagt, meine Muskulatur, ich war ja jahrelang halt Profifußballer, meine Muskulatur arbeitet gut. Im normalen Alltag, ob ich jetzt schwimmen gehen will, etc., das kann das alles machen. Wenn die Platte dann auch im Januar raus ist, bin ich da noch ein bisschen flexibler, denn weil die jetzt manchmal ein bisschen stört. Das Einzige, was ich halt nicht machen kann, ist halt Fußball spielen so richtig. Aber das ist jetzt erstmal für mich kein Problem. Tut mir ganz gut, mal jetzt ein bisschen abzuschalten. Und wie gesagt, was du auch gerade gesagt hast, wenn man so lange verletzt war und immer wieder so oft operiert, man muss ja auch vom Kopf dann irgendwann wieder bereit sein, richtig in die Zweikämpfe zu gehen. Es bringt ja auch nichts, wenn man da irgendwann dann, weiß ich, nach der 6., 7. Operation dann nur noch Schiss hat oder sich bei jedem Training denkt, oh, gehst jetzt rein, gehst jetzt nicht rein. Ich glaube, dass dann einfach das Ziel an dem Sport dann auch verfehlt ist. Juckt's trotzdem noch ab und zu? Ich kenn's ja persönlich, du bist jetzt auch so beim RBB, wenn sich's anbietet, wahrscheinlich so ein bisschen für die journalistische Arbeit zuständig. Ich gehe davon aus, es macht dir sicherlich auch viel Spaß. Du hast ja quasi im Spiel gegen Babelsberg direkt neben uns gesessen, ne? Da war der Frank und die Silke, ist das sowas, was dir dann so als Ausgleich hilft? Weil sowas bei mir, ne? Weil ich konnte kein Fußball mehr spielen, aber ich wusste irgendwie, irgendwas muss ich jetzt mit Fußball machen. Okay, Fanradio, top, das passt, da kann ich mich austoben. So. Ja, genau. Ja, generell muss ich sagen, am Anfang war ich eigentlich froh, dass man auch mal ein bisschen Abstand gekriegt hat. Man musste, wie gesagt, erstmal da ein bisschen mit sich im Reinen sein und das auch alles abhaken. Aber ich habe eigentlich relativ schnell dann auch wieder Bock natürlich auf Fußball gehabt. Das ist das, was man sein Leben lang macht. Dass ich jetzt bei RBB so öfters mal arbeite als Experte oder auch erstmal als Co-Kommentator, macht natürlich Spaß. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt wirklich jetzt juckt und ich denke, boah, wow, das wäre das Geilste, jetzt da auf dem Platz zu stehen. Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht. Also von daher passt es jetzt eigentlich ganz gut. Es macht auch Spaß, die Spiele einfach mal so nicht so anstrengend, ne? Ist nicht so anstrengend. Man kann mal, man kann ganz neutral das mal beobachten. Kann auch, wie gesagt, danach tausche ich mich dann auch mal mit Pele aus. Dann fragt er mich, wie ich das Spiel gesehen habe und sowas alles. Also ich bin ja noch im Fußball so ein bisschen drin. Möchte auch auf jeden Fall gerne nach meiner Umschulung dann auch wieder zurück zum Fußball, glaube ich. Beziehungsweise nebenbei das machen. Mach meine Trainerscheine. Ich habe auch Pele gesagt, wenn es ganz gut läuft, dann soll er mich als Sportdirektor oder Kaderzusammensteller einplanen, dann können wir es richtig zusammen machen. Aber da gibt es schon einige Möglichkeiten, wo, wie du sagst, dann juckt es natürlich auch und man will wieder zurück zum Fußball. Deine Umschulung können wir gleich kommen. Ich habe hier noch eine kleine Liste herausgearbeitet, weil du wirst es vielleicht mitbekommen haben, bei Cottbus ist so immer ein bisschen der Wurm drin in Sachen Verletzungen. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, Tim Stawecki, Felix Geißler, Philipp Knechtel, Jonas Zickert, Philipp Knechtel spielt nicht mehr bei Cottbus, ist klar. Björn Ziegenbein, auch Karriere Ende, das war zwar keine Kniesache, aber die Spieler gerade eben, alle jeweils schon mal Kreuzbandriss gehabt. Man kann sich die deutsche Nationalelf angucken, Reus schon mit Kreuzbandverletzung, Sané jetzt frisch und jetzt auch noch Niklas Süle, wo es auch schon der zweite ist, was natürlich bei seiner Statur nochmal ein bisschen schwieriger ist, ne? Weil die Gelenke ja bei der Größe und dem Gewicht viel mehr aushalten müssen. Glaubst du, dass es einfach dem Phänomen geschuldet ist, dass, wenn man einmal so einen Kreuzbandriss hatte, man mit einmal erstmal realisiert, wie weit verbreitet diese Verletzung ist? Oder glaubst du, weil das ist nämlich meine Meinung, dass sich die Spieler unverhältnismäßig öfter verletzen in der letzten Zeit? Also. Ja, also erstmal muss ich ehrlich sagen, würde ich mich da eigentlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, das ist immer so eine heikle Angelegenheit. Ich glaube, man muss einfach wissen, dass das einfach erstmal Verletzungen zum Sport dazugehören. Gerade wenn man, so wie die meisten, wenn es normal läuft, von den Jugend,
dann gehst du irgendwann in ein Nachwuchsleistungszentrum, dann gehst du irgendwann weiter und es wird dann nicht weniger Training. Das heißt, du trainierst einmal mal 6-7 Mal die Woche und das dein ganzes Leben lang. Natürlich macht das mit dem Körper auch was und ich glaube, jeder steckt auch sowas einfach anders weg oder beziehungsweise irgendwann gerade, wenn du jetzt auch mal ansprichst auf die Nationalspieler oder auf die Spieler von Bayern München, gerade in der Bundesliga, man darf auch nicht vergessen, die haben ja zum Teil 60-70 Spiele im Jahr, haben eigentlich nie frei. Die manche spielen von denen noch eine WM, spielen eine Europameisterschaft. Irgendwann sagt halt auch mal der Körper, stopp, ich kann nicht mehr. Du hast manchmal keine Regenerationsphasen. Wenn man mal guckt, wie viele Spiele die einfach haben mit Champions League, was da alles ist. Ich glaube, wie gesagt, dass dann auch manchmal einfach vom Signal vom Körper mal kommt, dass er sich seine Ruhezeiten dann so holt. Gerade für die Sportler oder Fußballer, die dann vielleicht nicht so für diese körperlichen Belastungen gemacht sind. Und generell glaube ich einfach, dass diese Verletzungen wie Kreuzbandriss einfach jetzt immer öfters kommen werden, weil einfach das Spiel auch immer schneller wird. Ne? Man merkt, es wird immer schneller, die Laufleistungen werden immer extremer, die Intensität wird immer extremer. Von daher, glaube ich, kann man das dann mit früher, mit von der körperlichen Belastung halt einfach nicht vergleichen. Also es ist doch schon so, dass du auch sagst, dass es jetzt in der Zeit, eben weil sich das Spiel so verschnellert, jetzt öfter, oder dass es logisch ist, dass es öfter vorkommt. Weil ich habe, es gibt so eine schöne Doku von der Sportschau, da geht es zwar um Handball, aber es ist in etwa genau dasselbe. Teilweise gab es vor 2 Jahren oder vor einem Jahr das Szenario, dass ein deutscher Erstligist, ich weiß nicht welcher, so bin ich nicht belesen, in dem Sport Euroleague und Bundesliga an einem Tag hatte, spieltagsmäßig. Und das geht natürlich nicht. Ne? Und generell beim Handball ist der Verschleiß ja noch größer. Glaubst du, da müsste sich generell im Sport was ändern, dass man viel mehr Regeneration einplant? Ich meine, an der Schnelligkeit des Spiels kannst du nichts ändern. Ich glaube halt, wie gesagt, das Thema gab es jetzt auch öfter schon mal in England, ne, das Klopp und ich nehme jetzt einfach nur die Beine, weil ich glaube, die sind jeder Begriff. Pep Guardiola haben sich auch schon oft darüber aufgeregt, dass einfach die Spieler so kaputt gemacht werden, ne, dass dadurch, dass halt immer, dass der Fußball immer mehr vermarktet wird, immer mehr Spiele sein müssen. Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen auch, dass Liverpool irgendwie innerhalb von 3 Tagen 2-mal spielt. Und da frage ich mich dann halt, ja, wie ein Sportler, wo man normalerweise, habe ich immer so gelernt, oder sagt man immer, ein Sportler braucht mindestens 48 Stunden, um überhaupt wieder nach einem Spiel runterzufahren. Also da frage ich mich halt, wie man da noch regenerieren soll. Ich glaube halt, dass wir generell da halt nichts dran ändern werden. Aber ja, wie du schon sagst, also diese ganzen Belastungen, gerade wenn das Spiel immer schneller wird und immer wieder diese hohen Intensitäten und dass man dann trotzdem immer wieder noch mehr Spiele hat. Man sieht ja auch die WM. Auf einmal wollen wieder mehr Mannschaften sollen wieder rein, es soll noch größer gemacht werden, noch mehr Spiele, damit die noch mehr live im TV zeigen können. Ja, aber am Ende hat man ja auch bei der WM gesehen, das Niveau war ja an sich unterirdisch. Ne? Da gab es langweilige Spiele, man dachte immer so manchmal, boah, was ist denn jetzt los? Ne? Aber natürlich, die Spieler sind ja auch irgendwann kaputt. Ne? Jetzt, wo du sagst, ja, ich glaube, die WM fing ziemlich schwach an, da sind kaum Tore gefallen. So habe ich das noch gar nicht beleuchtet, aber deswegen läuft auf selber hinaus. Auf deswegen, jeden Fall, genau, ne? Und deswegen, man hat sich auch immer gewundert, warum die Engländer zum Beispiel nie irgendwie bei großen Turnieren, irgendwie, obwohl die halt gute Mannschaften haben, aber die sind ja nie weit gekommen oder die haben ja schon ewig keinen Titel mehr gewonnen. Aber ich glaube, wenn man sich mal anguckt, im Verhältnis, dass die zum Beispiel auch im Winter was wir alle lieben, wenn wir Weihnachten auf der Couch sitzen oder so und wir gucken Fußball. Ja, aber die spielen einfach an Silvester, Weihnachten spielen die einfach Fußball. Da muss man sich mal überlegen. Klar, da braucht man auch nicht mit Geld anfangen, aber das ist auch eine extrem hohe Belastung. Ne? Keine Zeit mit der Familie. Du spielst regelmäßig alle 2 Tage durch, hast keine frei. Und dass der Körper dann irgendwann mal auf einem Punkt auch ist, wo man sagt, ey, so jetzt geht's nicht mehr. Ich komme da jetzt nicht mehr an meine Leistungsgrenze ran. Und nach so einer Saison mit gefühlt 70 Spielen, fängt dann auf einmal an, irgendeiner von oben von der FIFA zu sagen, ja, lass uns mal die WM noch größer machen, damit wir anstatt, wenn du ins Finale willst, 8 Spielen, wahrscheinlich 12 oder 13 Spiele hast. Ja, wie irgendwann natürlich lässt doch dann das Niveau bei so einer WM natürlich nach. Guter Standpunkt, weil jetzt, wo du sagst, spielen auch alle in England, ne? Ich glaube, es gibt keinen von der englischen Nationalmannschaft, ja, genau, außer alle. Vielleicht jetzt bei Dortmund, glaube ich. Bei der Sancho, ne? Aber sag mal so, überwiegend spielen ja die Jungs alle in England, ne? Ist ja auch klar, ne? Ist ja einer der geilsten Ligen, wenn nicht die Liga. Ja, aber wie gesagt, da, wenn du alle 2 Tage spielst, ich weiß noch, wie es bei uns jetzt manchmal ist und wir sind jetzt nicht so, ich sag mal so, da gibt es ja nochmal im Fitness Unterschiede, in der ganzen Trainingssteuerung, aber ich weiß nicht, nach der Aufstiegssaison mit den Relegationsspielen und alles drum und dran, also ich weiß nicht, da waren wir alle froh, dass es jetzt vorbei ist, auch vom ganzen Druck her, von der ganzen Mentalität her, dass man sagt, ey, pff, jetzt kommt Urlaub, jetzt fahre ich erstmal schön
zwei Wochen irgendwo hin, mach mal gar nichts, leg mich einfach mal irgendwo hin. Aber ich meine mal, die Jungs haben dann auch 70 Spiele gemacht und dann gehen die nach einer Saison und dann haben die schon einen Trainingsplan in der Hand und haben vielleicht 5-6 Tage mit ihren Familien, dann geht schon wieder in irgendein Trainingslager. Also man musste schon, deswegen habe ich auch vor den Jungs, die da wirklich ganz oben sind, ich kenne ja auch ein paar von denen, habe ich schon allerhöchsten Respekt, das über Jahre so durchzuziehen. Stimmt, es war ja auch damals, ich sag jetzt mal, die Woche der Wahrheit bei Energie, ne? Da hattet ihr die drei wichtigsten Spiele der ganzen Saison, auch innerhalb von 7 Tagen logischerweise, ne? Ich glaube, es fing, wann war Landespokal, war das Sonntag noch oder war es auch Samstag? Also ganz genau weiß ich es gar nicht, aber es war, wie gesagt, auf jeden Fall, glaube ich, was Sonntag war, weil ich glaube, das Relegationsspiel war dann auch ein Sonntag, ne? Kann das sein? Das Rückspiel, Rückspiel, ja, auf jeden Fall. Genau, also und das würde das passen, von Sonntag zu Sonntag sind genau 7 Tage. Genau, genau. Ja, aber wie gesagt, es war ja auch für uns auch, ne? Das war ja auch eine Situation, die man halt nicht, die nicht alltäglich ist. Und bei uns ging es jetzt los, das kann man quasi jetzt auch nicht mit der WM vergleichen, aber natürlich wusste man, okay, der ganze Verein, die ganze Region lächelt quasi nach diesem Erfolg und man wollte halt den Menschen oder auch uns selber halt unbedingt diesen Erfolg irgendwo wollte man unbedingt schaffen, ne? Und dadurch war das auch ein mentaler Druck. Wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema, dann auf mich zurückzuführen. Pele ist dann zu mir gekommen, hat gesagt, komm, wir brauchen dich in den 2 Relegationen spielen. Landespokal schaffen wir ohne dich. Höchstwahrscheinlich, weil auch die Babelsberger ja so ein bisschen, was heißt Hetzjagd, aber die wollten ja schon uns schon richtig attackieren. Für die war das Spiel des Jahres, da wussten wir, dass es halt zur Sache geht. Und da hat Pele dann auch gesagt, okay, komm mit deinem Knie und immer mal wieder auch ein bisschen Pausen. Ich lasse dich da lieber raus. Ne? Und hat ja geklappt. Hat ja ganz gut geklappt, ja. Schon mit Pele dann an dem Tag, wo der Landespokal war, haben wir lieber ein paar Freistöße trainiert. Und zu Recht. Hat ja ganz gut geklappt dann bei Relegationsspiel. Mit wem warst du eigentlich noch auf der Tribüne? Ich weiß nicht, warum ich mich gerade nur an dich erinnern kann, aber ich glaube, du warst nicht der Einzige, von dem man erwartet hätte, dass er eigentlich spielt bei dem Landespokal, oder? Weißt du das zufällig noch? Weil ihr saßt ja genau hinter der Cottbus-Tribüne. Genau, ich glaube halt, das war so, dass ich nicht im Kader war, aber es waren noch 2-3 Jungs draußen auf der Bank. So Weidlich, glaube ich, war auf der Bank, der kam erst rein. Also das war, glaube ich, so, ich glaube, im Kader, ich weiß nicht, ob Tim Kruse noch gespielt hat. Ich glaube, Kruse saß auch neben dir, aber gut, bevor ich es jetzt sage und die Leute recherchieren das danach. Genau, also das weiß ich jetzt auch nicht mehr zu 100%, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Und ja, da muss man halt muss man dann auch ein bisschen dosieren, ne? Dass man sagt, okay, wer hält da 3 Spiele durch? Es gibt da halt ein paar, die da körperlich dann schon oben auf sind, die körperlich das alles mitgehen können. Und da gibt es halt ein paar Jungs dann wie mich, so Experten, die dann, wo man ein bisschen die Hand drüber halten muss, was Herr Pehl auch immer gemacht hat und den einen oder anderen Auszeit mal geben. Ja, rein chronologisch bringen wir das jetzt alles ein bisschen durcheinander, was aber nicht schlimm ist, es hat sich im Gespräch so angeboten, natürlich deine Zeit bei Cottbus, darum soll es jetzt nochmal gehen. Du kamst vom BRK damals, wie kam der Kontakt zustande, sage ich jetzt mal? Hast du vielleicht schon Cottbus die Saison davor irgendwie so im Auge gehabt? Gab es da Gespräche? War vielleicht auch Wollitz damals schon so ein Faktor, der dich dahin gelotst hat? Ne? Er kann ja sehr gut mit Spielern, was man immer wieder hört, was ja auch viele bestätigen, sage ich jetzt mal. Die erste Saison, klar, Cottbus, wenn die in die Regionalliga absteigen, hat man die natürlich so halt immer auf dem Schirm. Ne? Und es ist halt eine Mannschaft, wo man halt immer drauf guckt. Ist ja auch ein Riesenfokus drauf, ne, als auch wieder eine Regionalliga generell. So richtig geliebäugelt mit dem Transfer zu Cottbus habe ich ehrlich gesagt nie. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will da unbedingt hin. Ich habe immer eher damit geliebäugelt, halt nochmal in die 3. Liga zu gehen. Und es war ja, Cottbus war ja quasi dann in derselben Liga wie wir, deswegen war das jetzt gar nicht so oberste Priorität. Ich hatte dann 1-2 Anfang aus der 3. Liga, habe mir dann aber, weil ich auch immer wieder mit Weidlich in Kontakt war und ich habe immer wieder gehört, dass Cottbus mich gerne verpflichten würde und habe ich gesagt, bevor ich halt mich mit den Drittligisten treffe, würde ich ganz gern mir Cottbus anhören. Würde mir halt auch die Philosophie einfach von Pele Wollitz, weil ich irgendwie davon überzeugt war, dass ich also von mir selber aus ganz gut ins Konzept passen würde, weil ja die Philosophie von Pele ist, Ballbesitz zu haben und ich wusste, dass es in der 3. Liga halt eher nicht so meine Spielweise ist. Und als ich mich mit Pele getroffen habe und auch mit dem Präsidenten, haben die mir eigentlich ziemlich schnell signalisiert, dass ich dann schon einer der Wunschspieler bin oder der Wunschspieler bin, den sie unbedingt haben wollten. Und dann habe ich ja Pele, es war ganz witzig, habe ich Pele noch gesagt, ja, dass ich noch 1-2 Nächte drüber schlafen muss. Und dann saß ich im Auto und auf dem Auto nach Berlin. Es war, glaube ich, eine Fahrt von 1,5 Stunden und da war mir eigentlich schon klar, dass ich bei Energie unterschreiben will, weil das Gespräch richtig geil war, dass der Verein, die ganze Struktur hat mich richtig überzeugt. Der Präsident war auch, damals noch Walisch, war auch
richtig cool drauf. Und dann habe ich Pele angerufen und nach anderthalb Stunden habe gesagt, ja, ich brauche nicht mehr drüber schlafen. Ich unterschreibe jetzt und höre mir die anderen Sachen gar nicht mehr an. Schöne Geschichte eigentlich, ne? Also der, auch gerade der Wahrlich jetzt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Gespräch mit dem Herrn Wahrlich abläuft, weil das, was wir als Fans von dem Herrn Wahrlich kennen, ist ja nicht viel. Er war ja sehr zurückhaltend zu seiner Zeit. Hat das Image von Cottbus damals für dich eine Rolle gespielt? Weil Wollitz hat es oft genug gesagt, gerade in der Saison jetzt gibt es dann doch die ein oder anderen Spieler, die bei Cottbus erstmal schlucken, wenn sie die Stadt hören. Ne? Ich meine, die Infrastruktur vom Verein ist ja durchaus besser als bei einigen Regionalligisten. Hat das trotzdem für dich eine Rolle gespielt? Also da muss ich sagen, also bei mir ehrlich gesagt gar nicht, weil ich immer, wie gesagt, ich bin Berliner, ich kenne es nicht, ich bin für alles offen. Ich kann immer auf Leute zugehen, ich begegne immer mit allen auf Augenhöhe. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste oder generell bei sowas. Ich muss es immer erstmal selber kennenlernen, wo ich selber in der Stadt, wie gesagt, Cottbus gelebt habe. Ich habe dann zwar ab und zu gependelt, ich bin halt schon öfters nach Berlin gefahren. Das war halt auch für mich ein Faktor, wo ich gesagt habe, der war für mich extrem wichtig, weil ich damals schon mal so weit weg war. Hatte ich Cottbus, war relativ nah in Berlin dran und das Gesamtpaket hat gepasst. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt jeder, der mich mal so kennengelernt hat oder ich mal wen in der Straße, im Stadion getroffen habe oder mal in der Stadt, ich war immer generell gegen allen total offen und ich war eigentlich positiv gestimmt und habe mich einfach mal überraschen lassen und wollte da jetzt eigentlich nicht immer dieses Negative aus der Presse oder weiß ich nicht woher, habe ich mir jetzt nicht so zu Herzen genommen. Ich glaube, gerade eben hast du Kevin Weidlich auch schon angesprochen. War das vorher auch schon ein guter Kumpel von dir? Weil man sieht es ja auch, wenn man dich stalkt auf Instagram ab und zu. Ich glaube, letztens hast du dich auch mit ihm getroffen. Ja, ich glaube, genau, seine Frau wurde 30. Hamburg hält sich fit, ne? War das vielleicht auch, oder wart ihr vorher schon bekannt? Ja. Also wir haben uns auch über einen Kollegen kennengelernt, wo dann damals Weidlich schon in Berlin war. Und ja, wie es halt manchmal so im Leben ist, ne? Man lernt sich kennen über einen Kumpel und auf einmal hat es irgendwie gepasst. Wir haben uns irgendwie direkt verstanden und dann hat der Weidlich schon öfters mal bei mir angerufen und hat gesagt, ja Maxi, wenn wir aufsteigen wollen, dann brauchen wir dich und so. Da habe ich schon mal gesagt, ja, mach mal einen Ball flach, mach mal ganz entspannt. Ich muss mal schauen, ich weiß noch nicht. Und dann hat mich auch Weidlich zwei, drei Mal angerufen und gesagt, ja Maxi, bitte komm mal nach Cottbus, bitte. Wir brauchen dich und so. Und natürlich so eine Sache, ne, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Ich habe dann Kev nochmal, bevor ich unterschrieben habe, nochmal angerufen und habe gesagt, ja, wie sieht's aus, Mannschaft, wie ist es, wie sind die Kollegen, alles in Ordnung? Meinte er, ja, alles top, kannst mir vertrauen. Und dann, ja, ging es ja relativ fix, wie gesagt, mit der Unterschrift. Und es ist ja dann auch zum Aufstieg gekommen. Ich würde dich jetzt erstmal fragen, also wir haben das letztens bei Benny so gemacht, wir haben ihn jeweils ein paar Fotos gezeigt, die es halt so gibt von Chrissy und Steve, unseren Lieblingsfotografen, sag ich mal. Gibt es jetzt spontan so Sachen, wo du sagst, das waren die Highlights bei Energie? Weil ich habe jetzt zwei Momente bzw. zwei Bilder herausgesucht, wo ich schon denke, so wenn Cottbus-Fans an Maxi Zimmer denken, dann sind das definitiv diese zwei Momente, die ich dir hier gleich auf dem Tablet zeigen werde. Ich sag mal so, also bevor ich jetzt mal die Fotos gesehen habe oder sehe, muss ich sagen, dass ich einfach generell von der Zeit, selbst sogar in der Zeit, wo wir abgestiegen sind, war das generell, diese anderthalb Jahre waren für mich einfach nochmal richtig positives Erlebnis im Fußball. Es war einfach für mich nochmal ein Highlight, weil, wie gesagt, ich tolle Menschen kennengelernt habe, tolle Erlebnisse hatte, einfach nochmal einen richtig geilen Verein kennengelernt habe. Deswegen, wenn ich nochmal kurz abschweifen kann, habe ich auch Pele gleich im Sommer gesagt, wenn du Hilfe brauchst, egal bei was, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich habe Zeit, wenn ich Energie helfen kann irgendwie und sei es denn, wenn ich ein paar Spieler kenne, da nochmal, also von daher, für mich waren diese anderthalb Jahre wirklich, oder ich nehme jetzt mal ein halbes Jahr mit, wo ich verletzt war, weil ich ja trotzdem noch drinne war oder in der Mannschaft war und probiert habe, da ab und zu mal meinen Input noch reinzugeben, war das einfach eine geile Zeit und so ein, zwei besondere Momente kann ich quasi jetzt mit ein bisschen Abstand gar nicht raussuchen. Natürlich, der Aufstieg war sensationell, aber es gab einfach so viele zwischenmenschliche Sachen, die einfach gepasst haben, die man so auf Bildern gar nicht festhalten kann. Das glaube ich dir gerne. Ich glaube, hast du bei Yildirim auch so mehr oder weniger vermittelt? Ich glaube, ja, also ich bin ja jetzt nicht in der Beratertätigkeit, aber ich habe schon, ich wusste ja, dass Yildirim halt noch ohne Verein ist und weil ich ja mit Pele immer in Kontakt bin,
Wusste ich halt auch, dass Pele ganz gern noch einen schnellen Außenspieler so, den man immer mal wieder reinwerfen kann, gesucht hat. Und wie gesagt, ja, ich kenne ja die ganzen Berliner Jungs. Ich habe auch das ein bisschen mit Berkan, habe ich mir noch viele Informationen eingeholt, weil ich halt viele von Union kenne, weil wir nochmal wissen wollten, was das für ein Typ ist. Oder Pele mich angerufen hat. Da habe ich nochmal 2, 3 Jungs von Union angerufen, habe mir da nochmal ein paar Informationen eingeholt. Also da gab es immer mal wieder, jetzt nicht nur bei Yildirim, dass Pele und ich da telefoniert haben oder uns mal ausgetauscht haben. Tobias Hasse zum Beispiel ist auch so einer, wo Pele mich angerufen hat und was sagst du zu dem? Und da habe ich auch gesagt, kannst du nehmen, charakterlich top, kannte den Spieler auch und haben wir das so ein bisschen in die Wege geleitet. Also gab es immer mal wieder ein paar Gespräche, jetzt nicht nur bei Yildirim. Okay, da können wir gleich noch drüber reden. Jetzt kommen wir erstmal zu den Bildern. Also das ist der erste Moment, den wir uns rausgesucht haben. Ich werde das Bild auch einblenden beim Podcast. Es ist schwierig zu erkennen, um was es geht, denke ich mal, auch wenn es im Hintergrund gar nicht so einfach sehen ist. Ich kenne es ja, das ist, weil das Foto hängt in meinem Wohnzimmer. Ach wirklich? Okay. Ja, weil ich wurde ja, dritter Platz bei der Wahl des Jahres zum Fußball des Jahres bei Energie und da wurde genau das Foto genommen, es war das Freistoßtor gegen VfB Stuttgart. Hier auch das danach, das hätte ich auch noch zu diesem Moment rausgesucht, genau. Ne? Aber auch da hätte man erstmal gucken müssen, gegen wen das ist, aber es ist natürlich... Aber dadurch, dass das Foto eingerahmt in meinem Wohnzimmer hängt, kenne ich den Moment da ganz gut und ja, natürlich, ich glaube, für uns alle, ich spreche jetzt mal mit den Fans mit, für unsere Mannschaft, für den ganzen Verein war das nicht nur der Moment, generell das ganze Spiel, glaube ich, einfach... richtig geil und ich glaube, da hat es schon angedeutet, was auch für ein Potenzial einfach in dieser Mannschaft ist. Ich glaube, da hat es angedeutet, dass wir es echt schaffen können, die Saison den Aufstieg zu schaffen. War ja im DFB-Pokal. DFB-Pokal war immer so eine Sache bei Energie, ne? Ich habe zweimal mit Energie gespielt und bin zweimal im Elfmeterschießen gescheitert, Stuttgart und Freiburg. Nee, Freiburg war Verlängerung, ne? Nee, war auch Elfmeterschießen. Kruse hat den dann über die Nordtribüne gehauen. Über die Nordtribüne gehauen. Ja, noch bitterer. Ja, wie gesagt, zweimal im Elfmeterschießen, also schon echt bitter. Genau, ich weiß nicht, ob du es weißt, weil als Cottbus-Fan hattest du oder hatte ich oder hatten wir damals schon mit Elfmeterschießen unsere Erfahrung. Die Saison davor waren wir ja gar nicht im DFB-Pokal, weil wir im Landespokal rausgeflogen sind. Die Saison davor ist Cottbus übrigens auch im Elfmeterschießen gegen Hamburg rausgeflogen. Okay, sprich, die letzten 4 Jahre damals war es 3-mal raus im Elfmeterschießen. Gegen Bayern war es also, dann doch ein bisschen deutlicher, ne? Also aber, kann man sagen, ja, dass wir... öfters mal Elfmeterschießen hätten üben sollen. Ich hab mir die Frage verkniffen bei der Pressekonferenz, Wollitz vor dem Bayern-Spiel zu fragen, ob er diesmal Elfmeterschießen trainieren lässt. Ne? Ja, gegen Bayern war das vielleicht auch mal eine andere Hausmarke oder eine andere Hausordnung. Das Tor fiel ja durch den Elfmeter, aber das war ja auch nur Ergebniskorrektur. Ja, Kosmetik oder wie man so schön sagt. Kosmetik, genau. Das zweite, beziehungsweise das andere Bild, der andere Moment, war auch ein Freistoß und du hast vorhin diesen Moment ja als generell groß beschrieben. Dennoch hattest du gerade da deinen hohen Anteil dran. Ich zeig's dir jetzt einfach mal, ohne vorher schon zu verraten, um was es geht. Ja, weil natürlich auch, das ist in Flensburg, beziehungsweise in Kiel, wir haben ja in Kiel gespielt. Ja, Relegation, glaube war das 3-0. Da gibt es auch noch zwei, du hast ja 2 Tore gemacht, ne? Das war noch beim 2-0 dann der Torjubel und dann gibt es ja auch dieses legendäre Bild, sage ich jetzt mal. Ja, das war ja, weil Pele hat, wie gesagt, damals zu mir gesagt, ja, gegen Babelsberg, wie gesagt, es wird ein Kampfspiel, ich brauche dich in Flensburg und ich hatte damals eine ganz witzige, das kann ich ja mal hier erzählen, eine ganz witzige Wette mit unserem Co-Trainer Frank Eulenberg, der jetzt in Braunschweig ist. Ich habe mal beim Essen nur Spaß gesagt oder wir haben mal so einen Spaß gemacht, habe ich gesagt, ja, macht, wo wir die Meisterfeier hatten, habe ich zu den Jungs gesagt, macht euch keine Sorgen, ich mach im Hinspiel schon 2 Tore und dann... Nach Luckenwalde direkt oder ja, was? Ja, genau, nach Luckenwalde waren wir abends noch essen und dann haben wir ein bisschen was getrunken und dann habe ich zu den Jungs gesagt, ja, weil dann alle gesagt haben, ja, wir dürfen nicht so doll feiern, weil wir haben ja noch die Relegationsspiele und alles rum und dran und da habe ich auch Spaß gesagt, Frank, macht euch mal keinen Kopf, ich mache im Hinspiel gleich 2 Tore und dann machen wir das schon. Das war der Einsatz? Oder war es nur so aus? Frank hat mir, wir haben glaube ich um 200 Euro gewettet. Ja, und wo wir in die Kabine kamen, nach dem Relegationsspiel, nach dem zweiten, lagen die 200 Euro schon auf meinem Platz. Hättest du dir ja schon zur Halbzeit geben können, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Aber ich glaube, die wollten erstmal den Aufstieg sicher machen. Und nochmal zurückzukommen. Pele hat gesagt, komm, wir trainieren Freistoß. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal wichtig sein kann und dass du nochmal einen reinmachst. Und deswegen war das natürlich... Wir haben, glaube ich, 1 Stunde oder 1,5 Stunden noch die ganze Zeit Freistöße. Ich habe schon dicken Oberschenkel gehabt, weil ich, glaube ich, um die 50, 60 Dinger nochmal raufgeschossen habe. Und dann, dass es natürlich dann genau klappt, weil wie wir beide uns das ausgemalt haben, da war natürlich die Freude riesig.
Auf jeden Fall, also wir waren ja alle, oder viele waren dabei, ich war auch dabei. So generell, wie hast du das als Spieler wahrgenommen? Weil ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn es supportmäßig für viele, so also für mich war es in den letzten Jahren, gab es nichts Krasseres, als mit gefühlt 5000 Cottbusern danach nach Kiel zu fahren, und machen wir uns nichts vor, es war ja schon ein Heimspiel, ne? Also das halbe Stadion war rot an dem Tag. Natürlich, also wie gesagt, die Vorfreude, wir sind ja schon zwei Tage vorher hingefahren, war ja sowieso schon groß, weil wir auch wussten, okay, ganz so viele Cottbusser werden uns irgendwie unterstützen, und man muss ja auch so ehrlich sagen, in der vierten Liga ist ja sowas halt auch nicht selbstverständlich, und das wussten wir als Spieler ja auch, ne? Von daher freut man sich einfach nur, es war auch ein geiles Erlebnis, wo wir rauskamen, wo wir schon zum Stadion gefahren sind, und wir haben eigentlich überall nur rot gesehen. War das halt geil, und wie gesagt, das ganze Gesamtpaket war einfach so, dass wir gesagt haben, wir müssen das einfach egal wie unbedingt schaffen, und wo wir natürlich mit 3-0 in die Halbzeit gegangen sind, war natürlich ein geiles Gefühl, da haben wir uns ein bisschen nochmal unnötig spannend gemacht, dass wir das nicht ein bisschen besser zu Ende gespielt haben, beziehungsweise da muss ich auch sagen, hätte ich mich ein bisschen in die Pflicht genommen, da hätte ich ein bisschen mehr das Spiel, wie ich es im Rückspiel genommen habe, hätte ich das schon ein bisschen mehr an mich genommen. Im Hinspiel hätte das Ganze schon ein bisschen mehr runtergespielt, und hätten die Flensburg gar nicht so ins Spiel kommen lassen, dann hätten wir uns das Rückspiel gar nicht so spannend machen brauchen oder so. Und von daher, aber egal, so ist ja alles gut gelaufen, und von daher war es gut. Auf jeden Fall. Gerade auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Es war schon sehr erlebnisreiche Woche. Also nach der Woche muss doch, glaube ich, jeder Cottbus-Fan erstmal wieder ein bisschen Schach gucken, um runterzukommen. Ja. Ne? Nee, es war schon eine geile Woche, muss man sagen. Das glaube ich. Du hast es gerade gesagt, im zweiten Spiel, es war, wenn es jetzt nicht um so viel gegangen wäre, kein besonderes Spiel, aber du hast, glaube ich, in der Phase, wo Flensburg zum Glück nicht so gut ins Spiel gekommen ist, als dass sie ein Tor gemacht hätten, und ihr, glaube ich, auch wusstet, ihr müsst jetzt nicht alles nach vorne schießen, hast du, glaube ich, im Mittelfeld ja sicherlich die meisten Ballkontakte gehabt, hast das Spiel so ein bisschen beruhigt. Wie war das dann so? Oder wie fühlt sich das an, vielleicht zu wissen, okay, Stadion voll, jetzt müssen wir hier vielleicht noch 10 Minuten über die Uhr bringen, dürfen keine zwei Gegentore kassieren? Im Generellen wusste ich ja erstmal, wie gesagt, dass ich habe das schon mit dem Zuschauermarsch dann halt in der Stadt, wusste ich einfach schon, und habe auch bei den Jungs gesehen, natürlich bei mir auch, ich will mich jetzt da nicht rausnehmen, aber dass die Anspannung halt auch bei uns extrem groß war, und dass wir wussten so, wir müssen das heute auf jeden Fall schaffen oder wollen es halt unbedingt schaffen, und durch die Ausgangslage war ja auch klar, dass wir mit 0-0 oder generell mit einem knappen 1-0, egal wie, dass wir durch sind. Und ich habe natürlich auch schon beim Aufwärmen gemerkt, dass die Jungs extrem nervös waren, und von daher wusste ich auch, dass Kiel eine lange schon das Spiel in den Beinen hat, wussten, dass sie einen langen Anfahrtsweg haben, dass es auch extrem warm war, und ich wusste, dass auch Flensburg das natürlich nicht über 90 Minuten gehen kann. Und deswegen habe ich halt gleich am Anfang in der ersten Halbzeit komplett eigentlich so die Luft rausgenommen, dass Flensburg gar nicht ins Spiel kommt, dass die gar nicht irgendwie das Gefühl bekommen, ja, wir können heute hier was reißen, deswegen habe ich halt so viel probiert mit den Jungs hinten, oder auch so, dass wir so viel wie möglich den Ball laufen lassen. Ich wusste auch, dass der Wolf, das war der Stürmer vorne, er war 36, nichts gegen das Alter, aber ich wusste, dass der jetzt auch nicht über 90 Minuten marschieren wird. Von daher, ja, war es nicht schön. Ich war vielleicht auch, glaubt, jeder Fan hätte sich auch was anderes gewünscht. Es war uns so egal am Ende, aus Fansicht erzählen. Aber am Ende dachte ich einfach so, da Pele hat es mir auch in der Halbzeit gesagt, dass ich es nochmal genauso 10, 20 Minuten weitermachen soll, damit wir nicht einmal irgendwie Flensburg überhaupt diese Chance geben, ins Spiel zu kommen. War es dann, glaube ich, ganz okay, wie es dann am Ende gelaufen ist. Umso intensiver war ja dann auch, war die Feier danach. Du hast viele Selfies gemacht, falls du dich dran erinnerst. Du warst schon leicht angetüdelt. Wir haben damals auch ein Selfie gemacht. Ich habe es jetzt leider nicht parat, aber das fällt mir gerade dazu ein. Und wir hatten es vorhin schon mal angekündigt, die Feier generell. Von dem, was ich mitbekommen habe, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ist Kevin Scheithauer der Partylöwe, den er da angezettelt hat auf der Party nach dem Spiel? Also, du weißt, glaube ich, was ich meine in etwa. Ja, doch, Scheide kann schon feiern, der kann auch saufen, also es hat schon gepasst. Aber wie gesagt, das ist nicht der Einzige bei uns, der, wenn es drauf ankommt, auch ein paar Bierchen zwischen kann. Das war schon in Ordnung, war cool. Wie gesagt, das Größte war ja, glaube ich, dann nicht danach, sondern das im Stadion, wo das Stadion voll war, wo wir mit den Fans einfach mal so einsaufen konnten, wo man einfach mal feiern konnte, wo wir oben noch auf der Pressetribüne
einfach mit den ganzen Energiefans unten gesungen hat. Mein persönliches Highlight, ja. Ihr standet übrigens noch genau da, wo wir kommentieren. Ne? Also da, genau, wo ihr euch links hingesetzt habt, kommentieren wir. Das waren eigentlich so die ganzen Sachen, die einfach so geil waren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wie gesagt, dass man da mit 20.000 Cottbussern, die alle irgendwie durchdrehen und so tun, als wenn man der Größte wäre, obwohl man halt eigentlich nur in die dritte Liga aufgestiegen ist. Naja. Ja, ist ja so, ne? Es war einfach geil, so, dass man so auch, fand ich, dass man halt sich irgendwo dann mit den Fans einfach zusammen gefeiert hat, ne? Dass es dann irgendwie, dass man da in der Masse mit drin war, dass es da gar keine Berührungsängste auch wieder gab, dass man da, ich habe da weiß nicht mit wie vielen Fans ich da noch gesoffen habe. Mit einigen. Ich weiß es noch. damit habe ich mir extra noch ein Fahrrad genommen, damit ich durch die Stadt fahren kann oder dass ich mit den ein oder anderen Cottbussern nochmal anstoßen kann. Habe ich mein Auto stehen lassen. Also ich glaube, fahren hätte ich sowieso nicht mehr können, aber nee, war cool, hat Spaß gemacht und werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ja, wären wir alle nicht. Schön, dass du da nochmal so drüber redest. Über die Drittligasaison müssten wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel reden. Wir haben ja auch schon drüber geredet, was dann passiert ist, zwecks deiner Verletzung. Aber wir können gerne noch die letzten Minuten nochmal dafür nutzen, um ja drüber zu reden, wie es bei dir jetzt weitergeht. Ne? Du hast es schon kurz angesprochen. Es gibt ja auch dieses, ja, wie soll man es nennen, Werbevideo, Dokumentation bei dir auf Instagram. Hast du das hochgeladen? Alpha Sports nennt sich das. Wenn man da so mal ein bisschen recherchiert oder es einfach mal googelt, recherchieren, ne? Sieht man in etwa, was die machen. Also wenn du diese Umschulung fertig hast, sind es dann so Spieler wie, ich sage jetzt einfach mal, die ich vorhin schon gesagt habe, Tim Stawecki, Felix Geißler, die sich dann schon mal an dich wenden können, wenn sie schon mal eine große Verletzung hatten, also, oder wie funktioniert das? Genau, also so sieht es eigentlich aus. Also im Endeffekt, also macht Alpha Sports ja generell erstmal für Profisportler, aber schon im Bereich Fußballer, weil der Halil Safran, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, bestimmt, der Halil Safran? Kenne ich bestimmt, habe ich gerade kein Bild, aber... Genau, aber hat Union gespielt, Dresden macht quasi dasselbe, ist jetzt ein Jahr durch und wenn du es schon mal ansprichst, also generell kann sich Stawecki und Geißler könnte ich immer bei mir melden, so wie es jetzt Tobias Hasse gemacht hat, der auch irgendwie gerade mal nochmal eine Meinung brauchte vom Arzt, beziehungsweise ich habe ihn einen Arzttermin dann mal schnell geklärt, weil ich ja auch viele Leute kenne. Aber wie du es angesprochen hast, er ist eigentlich ein Service oder eine Firma, die sich generell um Profifußballer, ich bin jetzt vom Thema abgeschweift, kümmert, generell eigentlich um alles, was dazugehört, ob es jetzt auch Versicherung ist, weil im Profifußball, wie gesagt, Versicherung ist immer ein heikles Thema, aber ich glaube, dass es gerade im Profifußball, wie man es ja auch bei mir gesehen hat, sehr, sehr wichtig ist, dass man da gut aufgestellt ist, weil ich hatte zum Beispiel keine Invaliditätsversicherung und ja, jetzt bin ich invalide und habe diese Versicherung damals nicht abgeschlossen, weil ich auch nicht mehr in die ganzen Versicherungen nicht mehr reingekommen bin. Ist ja immer ein heikles Thema und aber auch um diese ganzen Prozesse, wie es jetzt bei mir ist mit der BG, Invaliditätsrente über die BG, wie macht man seine Umschulung, in welche Reha geht man, dann haben wir auch im Haus zum Beispiel ganz, ganz viele Fußballer, wo die Steuererklärungen gemacht werden, zum Beispiel letztens habe ich gesehen, war Ante Rebic da von Frankfurt, da haben sie generell ihn alles abgenommen, wegen den Steuererklärungen und ich bin dann halt mit Halil besuchen wir halt quasi die Fußballer generell in ganz Deutschland, alle die wir so kennen und probieren ihnen halt die Versicherung oder auch wie sie ihr Geld anlegen, ein bisschen ein Stück näher zu bringen, haben da viele Termine und ja. Das mache ich 2 Jahre, dann bin ich in der Versicherung und Finanzen, generell nebenbei mache ich ja RBB noch ein bisschen, und dann, wenn noch Zeit ist, würde ich da ganz gerne meine Trainerscheine machen, wie sich das dann vereinbaren lässt, muss ich sehen. Also ist es so, du machst da gerade die Umschulung, aber auch gleichzeitig kümmern die sich gerade um dich oder haben sich um dich gekümmert, genau. Oder wie kam es dazu? Also generell bin ich generell schon seit 10 Jahren, weil seit meinem ersten Kreuzbandriss quasi haben die sich quasi um mich gekümmert, die haben auch gleich Anwälte im Haus, also das, wie gesagt, da merkt man, dass die wirklich alles haben, um Profifußballer da optimal zu unterstützen. Mein Anwalt, der jetzt für mich zuständig ist, der jetzt auch da mit im Haus sitzt und mit Alpha Sports kooperiert, handelt quasi gerade mit der Berufsgenossenschaft meinen Fall aus, weil ich ja schon durch mein Knie stark beeinträchtigt bin, auch im weiteren Leben. Da geht es dann halt auch um viel Geld und was ich halt selber überhaupt nicht handeln könnte oder überhaupt nicht wüsste, woran ich bin. Das regeln die alles mit meiner Umschulung, wie das alles in die Wege geleitet wird, dass überhaupt eine Umschulung möglich ist, hat Alpha Sports jetzt auch bei der BG quasi für mich durchgesetzt, dass das auch über die 2 Jahre jetzt finanziert wird, wusste ich vorher auch nicht, haben die alles für mich gemacht, von daher ja, bin ich also quasi ja, ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann.
Ja, lustig, dass du das sagst mit Invalidenversicherung, hast du es genannt. Ne? Bei, weiß nicht, ob es bei, also bei mir war es die Berufsunfähigkeitsversicherung, selbst die nach einem Kreuzbandriss, musst du da Unmengen an Geld zahlen. Aber ich dachte mir schon, dass es bei dir ähnlich sein wird, wenn du gerade die Umschulung machst. Danke. Wie sieht denn dein Tagesablauf so aus? Kannst du den noch ziemlich frei bestimmen? Heute hast du ja auch, also, wir treffen uns an also einem Mittwoch. Also genau, quasi habe ich jetzt, ich bin jetzt mit Alpha Sports gerade so im Austausch, dass ich generell, ich fange ja, starte es erst im Februar. Ich bin gerade quasi generell gerade so ein bisschen in der Kennenlernphase, weil es ja für mich auch was ganz Neues ist. Ich habe jetzt 27 Jahre, wie man so sagen kann, Fußball gespielt. Habe immer mal nebenbei natürlich rechts und links auch meine Augen offen gehalten, habe auch viel gemacht, aber dass ich so richtig im in einer anderen Firma arbeite als dem Fußballplatz, ist jetzt für mich neu. Deswegen habe ich jetzt mit dem Alpha Sport so geregelt, dass ich ein, zwei Mal die Woche so vor Ort bin, mir ein bisschen was alles angucke, mal mitfahre, einfach mal mir angeschaue, wie das ganze Prozedere so ist oder das ganze Prozess abläuft, um mich einfach da schon optimal vorzubereiten. Und ab Februar beginnt dann meine Umschulung, wo ich auch zweimal die Woche in die Schule muss. Das gehört dazu, aber ja. Von daher bin ich jetzt eigentlich quasi noch relativ entspannt, aber dadurch, dass ich immer wieder viele Termine habe, weil ich auch mit ein paar Sportlern noch im Austausch bin, oder wie gesagt, gestern habe ich Tobias Hasse noch geholfen, dass er relativ schnell einen Arzttermin kriegt, habe das alles geregelt, ja, kommt immer mal wieder was mit RBB, war ich jetzt auch oft, da war ich im Radio, dann haben wir auch einen Film gedreht, so eine Dokumentation. Der in der Halbzeit lief? Oder? Genau, der in der Halbzeit lief, das haben wir auch gedreht, ja, also jetzt kommt generell immer viel rein, ich habe jetzt auch ab und zu ein bisschen gescoutet, ab und zu mal ein paar Spiele und ja, also es wird nicht langweilig. Das glaube ich dir, und du hast ja auch vorhin schon erzählt, was du dir, scherzeshalber, bei Pele, ne, als Kaderplaner, glaube ich, genannt vorstellen könntest. Gibt es da schon einen konkreten Plan oder sagst du, du machst jetzt erstmal diese Umschulung und dann guckst du, was für Wege dir deine Laufbahn quasi offen hält, oder gibt es schon, ja, was, genau, wo du sagst, also ey, in 5 Jahren will ich jetzt, keine Ahnung, Scout bei Hertha oder sonst, ja, was? Also wie gesagt, weil du es gerade ansprichst, Scout bei Hertha, wie gesagt, glaube ich, da habe ich immer noch guten Draht, das könnte ich jederzeit machen, aber für mich war es jetzt erstmal wichtig, dass ich erstmal einen Beruf auch erlerne, gerade weil die Berufsgenossenschaft das quasi jetzt so ein perfekter Ausstieg ist, weil die das jetzt auch nochmal komplett übernehmen. Ich glaube, dass es halt auch nicht selbstverständlich ist, dass ich jetzt da ein bisschen Glück habe, dass Alpha Sports alles so geregelt habe. Und ja, also ich glaube, eine bezahlte Umschulung, wenn das sein Gehalt einfach weiter bezahlt wird, alles drum und dran, dass man so eine Chance einfach nehmen sollte. Und was danach kommt, weil wie gesagt, dann habe ich auch Beruf erlernt, habe einen Kaufmann, habe einfach auch einen ganz anderen Blickwinkel nochmal, weil ich dann auch in eine andere Position vielleicht irgendwann mal reinkomme, wenn man jetzt sagt, man will irgendwann mal Sportdirektor werden, muss man natürlich auch ein bisschen finanziell ein bisschen Ahnung haben, wie es überhaupt so eine ganze Firma, oder am Ende ist es ja im Verein nichts anderes. Na klar, ist es wie eine Firma, dass man weiß, wie diese Prozesse da ablaufen. Und ich glaube, dass ich jetzt quasi jetzt gerade noch nicht über das Wissen einfach verfüge, in so eine Position gleich reinzurutschen. Ich glaube, vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter schon gewesen wäre, und ich hätte vielleicht schon was abgeschlossen oder hätte mein Studium da schon abgeschlossen, was ich mal angefangen habe neben Fußball, dass ich dann das Pele sich vielleicht hätte auch vorstellen können. Aber so, glaube ich, war das jetzt keine Option. Vielleicht, wenn wir in der dritten Liga geblieben wären und es wäre ein bisschen mehr Geld vorhanden gewesen. Und das, ich glaube, da wäre vielleicht eine Stelle frei gewesen. Aber ich glaube, trotzdem hätte ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, um diese Umschulung zu machen. Wir haben ja gerade eben bei dir schon erfahren, dass doch viel Pech bei dir auch dabei war, gerade weil bei der ersten Kreuzband-OP das Kreuzband nicht richtig reingewachsen ist, wenn ich so richtig verstanden habe. Gibt es trotzdem was du jetzt, es müssen nicht mal junge, verletzte Spieler sein, aber gerade weil es, wie gesagt, bei Cottbus ja die 2-3 Fälle gerade gibt, die natürlich gerade bei jemanden wie Geisler oder Stawecki, ja, na, nicht polarisieren, aber die man doch kennt, gibt es was du jetzt als Sportinvalide, sage ich jetzt mal, generell Spielern raten könntest, eventuell doch mehr auf die Stabilität nochmal Wert zu legen beim Training? Weil mir ging es so, nachdem ich die erste Knieverletzung hatte, habe ich erstmal gemerkt, was man alles machen kann, um denen entgegenzuwirken. Oder generell versicherungstechnisch so, gibt es da also den einen weisen Rat, den man geben kann? Generell, wie gesagt, bin ich gar kein Typ, der jetzt irgendwie generell irgendwelche Ratschläge gerne verteilt oder irgendwie mich in so einer Position sehe, dass ich irgendjemanden
ja, davon irgendwelche Tipps geben kann. Ich glaube da, wie gesagt, dass jeder individuell, einfach jeder Fußballer auch individuell ist, jeder Mensch auch vom Kopf her individuell ist, dass man klar, wenn da Fragen aufkommen oder auch wenn Geisler mich anruft und sagt, hey, wie hast du das und das gemacht, kann ich einfach nur meine Erfahrung natürlich weitergeben, aber dass man jetzt so den Tipp hat, um irgendwas vorzubeugen oder irgendwas exakt zu machen, wie gesagt, glaube ich, dass es das generell nicht gibt. Ich glaube, dass man viele Sachen machen kann, dass es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie du gerade gesagt hast, gibt. Und dass, wenn Fragen aufkommen, ich auch immer, die Jungs wissen das auch immer noch. Deswegen hat mich auch Tobias Hasse angerufen. Die können mich jederzeit anrufen, wenn ich irgendwie auch in Berlin, weil ich hier viele Kontakte habe, wenn ich irgendwas für die Jungs machen kann. Jederzeit könnt ihr mich anrufen. Wenn sie Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Und es machen auch die ein oder andere. Von daher, aber dass ich jetzt irgendwie den Tipp habe, dass alles besser wird, das würde ich niemals irgendwie sagen, dass es sowas gibt. Ist auch, denke ich mal, schwierig, das von sich zu behaupten. Ja, wir haben die Stunde gerade voll gemacht. Meine Themen sind abgehakt. Ich kann mich nur bedanken. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast oder noch ein Schlusswort hast, immer zu dir. Dir hören Energiefans gerade zu. Falls ja, also wenn ich jetzt schon mal hier sitze, kann ich nur sagen, ich bin ja jetzt leider nicht mehr so oft im Stadion, weil ich es halt auch zeitlich nicht mehr so oft schaffe. Aber wie gesagt, ich drücke Energie die Daumen, dass es jetzt so weitergeht, auch wenn die Spielweise vielleicht jetzt nicht gerade so überzeugend ist, aber ich glaube, man sollte froh sein, dass die Mannschaft sich jetzt so gefunden hat, die Ergebnisse einfährt und vielleicht mit ein bisschen Glück kann man dann doch noch ein bisschen weiter nach oben klettern. Und ich will einfach nur, ich drücke Energie, wirklich alle Daumen, die ich habe, dass die es wieder in bezahlten Fußball schaffen. Und ja, die Fans sollen einfach immer so weitermachen, sollen gerade den Verein weiter so unterstützen und auch die Mannschaft, auch vielleicht, wenn es nicht mal so läuft, ja, einfach in Ruhe arbeiten lassen, weil da sind auch extrem viele junge Spieler da und es auch für die immer nicht einfach ist. Und von daher, ja, wünsche ich dem Verein alles Gute, bin dankbar für die Zeit, die ich da verbringen durfte und ja, wünsche alles Glück der Welt. Dann sage ich im Namen der Energiefans nochmal danke für diese Erinnerung, ne, für die Freistoßtore, die du uns da unter anderem reingeschossen hast. Gut, dann soll es gewesen sein. Die Stunde haben wir genau jetzt voll gemacht, also passt es perfekt. Danke.